Jo, hallo Leute. Kleine Tricks und Tipps für das Arbeiten mit Computern. Ich habe hier irgendwie ein kleines Bilderrätsel bekommen und das habe ich irgendwie zufällig gefunden heute. Und ich wollte das zum Anlass nehmen, mal euch auf Maxima irgendwie ein kleines Programm, das es auch auf Android gibt. Also Android, Maxima für Android heißt es dort. Das kann man sich dann runterladen von Google Play. Und ich weiß nicht, ob es das auch auf iOS gibt. Jedenfalls gibt es Maxima, in diesem Fall WX Maxima auf Linux. Das muss es auch auf Windows geben. Und damit könnte man so eine Aufgabe lösen. Die kann man natürlich auch prima im Kopf lösen, ohne irgendetwas. Aber ich zeige das einfach mal, wie das funktioniert. Also, ich sage, löse das, also solve. Klammer auf. Dann haben wir die oberen Dinger sind. Das sind jetzt die Gleichungen, die ich habe. Das heißt, ich mache irgendwie geschweifte Klammer auf. Kann ich das irgendwie vielleicht größer machen oder so? Ja, ich kann es ein bisschen größer machen. Könnt ihr es besser sehen? So, also, wir haben hier solve, geschweifte Klammer, also wäre es nicht geschweifte, eckige Klammer auf. A plus A ist gleich 18, steht da. Okay. So, das ist die erste Gleichung, die wir haben. So, dann haben wir die zweite Gleichung. Die wir haben, ist a plus a, also Dreiecke sind jetzt a, minus b nenne ich das mal, und das ist 11. Okay? Gut, die dritte Gleichung ist noch eine, das ist ja b mal a plus c ist gleich 80. Und die nächste Gleichung ist, oh, kann man das irgendwie sehen hier irgendwie? Ein bisschen rüberrollen. Das ist jetzt c minus B, das ist irgendwie alles ein bisschen kleiner. Also C minus B minus D ist gleich A. Das ist die letzte Gleichung. Okay? So, das ist das erste. Das Einzige, was ich mache, das Ganze ist relativ einfach. Ich will das ganze Ding auflösen nach A, B, C und D. Ich möchte wissen, welches A, B, C, D ist. Dann am Schluss setzen wir ein Semikolon, weil das einfach sein muss. Und ich drücke einfach mal rum, Return und wups, da ist die Lösung. So einfach geht das mit Maxima. Damit kann man natürlich nicht nur solche Lösungen lösen, sondern eigentlich alles an Lösungen und natürlich auch irgendwelche mathematischen Probleme. Also sagen wir mal, irgendwie wir haben solve y ist gleich 7 mal x, x hoch 3 plus 2 mal x Quadrat und minus 8 mal x plus 4, sage ich mal. Und das will ich nach x auflösen zum Beispiel. Das müsste genauso gehen. So, das kann man machen. Und wups, da kommt dann irgendwie eine fette Formel raus, die natürlich jetzt viel zu lang ist. Und damit hat er irgendwie den ganzen Kram gelöst. Und da sagt er dann praktisch, welche Lösungen das sind. Und dass man das von Hand auch machen wollte, das ist jetzt eine Gleichung vierter Ordnung gewesen, glaube ich. Dritter Ordnung. Okay, das ist relativ aufwendig. Und dann sage ich, nein, 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 ich möchte aber die numerische Lösung haben für ein. Geht das irgendwie? Ich glaube, man kann das irgendwie sagen, numerische Lösung. Numer true. Geht das? Ich glaube ja. Irgendwie so kann man das sagen. Oh, dann kommt die numerische Lösung. Genau, dann kommt die numerische Lösung für den ganzen Kram. So, das muss man mal ein bisschen größer machen, damit ihr ein bisschen besser sehen könnt, was los ist. Und das wäre dann so eine relativ komplizierte Gleichung, die jetzt irgendwie relativ wenig, wenig Sinn macht. Deswegen mache ich jetzt mal irgendwie ein bisschen einfacher für euch. Und da wollen wir mal gucken, was haben wir hier? Also wir gleichen mal irgendwie y ist gleich x Quadrat. Und das wollen wir nach x aufgleichen. Das müsste natürlich irgendwie Wurzel x sein, was dabei rauskommt. Und ups, und da kommt jetzt x Quadrat gleich y nach x. Genau, das müsste es eigentlich sein. Ha? Genau, und da müsste, da kommt dann sowas raus. Das kann nicht sein. Okay. Da stimmt was nicht.
stimmt was nicht. X, Y vielleicht. X, Y. Naja, Gleichkeiten. Eigentlich ist das richtig, was ich gemacht habe. Warum macht er das nicht? Ah, ich glaube, ich muss jetzt nur mehr, muss ich da rausgehen, nur mehr Forts. Das muss ich jetzt mal ausschalten und dann kriegt ihr auch, kriegt die Lösung. So, wunderbar. Das heißt, wir haben hier irgendwie die entsprechende Lösung dann als als Formel. Also wenn man die numerische Lösung ausschaltet, kriegt man das als Formel raus und wenn man die numerische Lösung anschaltet, dann ist es in diesem Fall unsinnig, was dabei rauskommt. So, das kann man natürlich irgendwie beliebig machen. Man kann es auch irgendwie verschiedene Gleichungen haben, irgendwie mit mehreren Unbekannten, hinten x, y, z oder sowas eingeben und der berechnet einem ganz locker die Ergebnisse. Das ist total praktisch, wenn man Hausaufgaben macht. Der Computer hilft. Und das kann sogar euer Handy, wenn man es genau nimmt. Maximal ist ein freies Programm. Das ist Open Source und das kann natürlich noch viel, 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 viel mehr. Und da müsst ihr euch dann mal irgendwie was angucken. Interessant fand ich das jetzt irgendwie gerade mal mit diesem Ding hier oben. Diese Lösung für diese Aufgabe. Es ist natürlich klar, die ersten gleich 18, das müssen 9 sein. 9 und 9 sind also 18. Minus was ist 11, das müssen natürlich 7 sein. Steht hier auch, b ist gleich 7. Dann haben wir hier 7 mal 9, das heißt, das sind 63, wenn ich das richtig sehe. Plus irgendwas sind 18, das müssen natürlich 17 sein. Da sieht man auch C17. Und hier haben wir 17 minus die 7, das sind natürlich 10 minus irgendwas ist, und wir hatten gesagt 9, das muss natürlich die 1 sein, deswegen ist es die 1. Okay, das war irgendwie jetzt dieses Rätsel, das ist super, super einfach, da braucht man eigentlich keinen Computer für. Aber wenn diese Rätsel komplizierter sind, wie zum Beispiel dieser hat irgendwie folgenden Hund und der Hund, der gehört aber dem und dem und dieser irgendwie, der hat ein anderes Haustier, das aber irgendwie kein Hund ist und dieser hat dieses und jenes, das kann man alles machen und das kann dieses maximal ganz locker auflösen. Weil das ist ein sogenannter symbolischer Formellöser. Das ist eine von diesen Sachen, die ein echter Geheimtipps sind, die lernt man normalerweise erst an der Uni kennen und an der Schule nicht kennen. Ich stelle euch das einfach mal vor. Und diese Lösung hier unten, das ist übrigens die imaginäre Zahl und sowas, wenn ihr das schon hattet, ist das schön für euch. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Die, ich glaube, ich habe mal die Gleichung war ein bisschen kompliziert, die ich da oben eingegeben habe. Okay, aber bei irgendwie etwas gleicher, einfachen Gleichungen funktioniert das ganz wunderbar. Und da hätte jetzt auch natürlich das hier funktioniert, was ich jetzt irgendwie vorhin gemacht habe. Da kommt genau dasselbe raus. Das ist alles Quark. Das heißt, da kann man auch irgendwie sowas machen. Ja, das löst dann auch ganz locker auf. Oder man kann eben auch sagen, irgendwie 3. No, da wird es ein bisschen komplizierter. das ist schon ganz schön irgendwie. Aber sagen wir es mal so, wenn ihr praktisch irgendwie solche Aufgaben habt und ihr müsst das kontrollieren oder sowas, ist das sehr, sehr praktisch, wenn man das machen kann. Wie gesagt, das Maximal kann noch viel mehr. Aber ich würde sagen, ich glaube, ich bin auch schon wieder bei 8 Minuten oder so. Das reicht dafür und ihr habt damit irgendwie halt eine schöne kleine Sache. Und hier oben dieses Lösen dieses kleinen Rätsels war schon mal ganz überzeugend, glaube ich. Okay, bis zum nächsten Mal.